Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome 2 Caesar in Gallien. Wahrlich in Gallien sind wir. Wir haben beim letzten Mal ja, den Rest des Festlandes eingenommen. Wir beanspruchen jetzt noch hier das bisschen, was von Britannien hier noch übrig ist für uns. Ich möchte noch ein bisschen Ausbauarbeiten leisten und ich möchte vielleicht in diesem, spätestens im nächsten Part, möchte ich diese Kampagne zu Ende bringen. Es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie gesagt, auch wenn jetzt nicht mehr so wirklich viel passiert. Ich habe meine Gebäude vergessen. Das ist wieder typisch. So, erstmal das ganze Geld raushauen. So, Faustus Pontius Cato, eure Tochter erwartet ein Kind. Bla bla bla. Das Kind behalten, die Wahrheit verbergen. So, warum auch immer mein Einfluss jetzt wieder so krass gesunken ist, ich habe keine Ahnung. Das ist mir eigentlich auch egal. So. Naja, egal. Die Siedlung wird belagert! Ach ja, stimmt, da war ja was. Bye bye, dann. Loser. Wir hungern nach einer Schlacht. So, Rebellion, jetzt wird's interessant. Kind des Mars. Eure Tochter verschwand und gebar das Kind im Stillen. Es wurde von einem Bauern und seiner Frau adoptiert. Eine kleine Geste eurer Dankbarkeit sicherte ihre Diskretion und drum erfuhr nichts von der Unvorsichtigkeit eurer Tochter. Plus 25 Senatoren. So, der hat es natürlich gleich eingenommen. Naja, das macht nichts. Dann entsenden wir halt eine Armee hin, die das wieder zurückerobert. Und wer könnte dafür nicht besser geeignet sein als... unser lieber Freund Marcus Antonius. Bevölkerungsüberschuss in Tinia. Okay, nice. Siedlung erobert. Hey. Bereit zum Kampf. So, im Winter werde ich jetzt definitiv keine weiteren Offensiven mehr starten. Hier ist in 6 Runden endlich das Ver... ah, stopp, bevor wir jetzt irgendwas machen. Wenn wir hier erstmal bauen, weil ansonsten kommen wir nächste Runde wieder Elendsviertel noch in Löcher rein. Und das möchte ich dann doch zu verhindern wissen. So, dann befördern wir den Spacko hier noch, damit er Ruhe gibt. Und beenden die Runde. Es ist ein... definitiv nicht. So, ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Das ist mir eigentlich sonderlich egal. Ich erwarte eure Befehle. Zum Teufel sind die hin. Hallo? Achso. Also, solange ich mit Gewalt mal springen kann, ich ja logischerweise nicht angreifen. So, Iburonen. Falls ihr in dieser Kampagne jemals existiert habt. Jetzt tut es definitiv nicht mehr. Sehr schön, das läuft ja ganz gut. Ich frage mich, ob man in diesem Spiel auch ob man hier noch irgendein Ziel hat. Ich meine, die Kampagne haben wir gewonnen. Wir haben jetzt eigentlich, ja, so ziemlich jede Fraktion ausgelöscht, die uns im Weg gestanden hat. Bereit zum Kampf. Die Siedlung wird belagert. Eigentlich können wir noch die Legio Alpina Maxima dazu verwenden, den Rest vom Schützenfest hier aufzuwischen. Wir hungern nach einer Schlacht. So, das war die letzte Siedlung. Und damit gehört uns die ganze Karte. Ach, ihr seid ja süß. So, Mission erfolgreich. Atomineum. Für den Mann. Ihr seid in ganz Rom als Eroberer Galliens berühmt. Aber ihr könntet noch mehr tun. Durch Rom gewinnt ihr Macht. Beherrscht die folgenden 2 Provinzen. Okay, besitzt Britannien und Lutaia. So, das haben wir geschafft. Ziel erteilt. Out Caesar, out Nihil. Alles oder nichts. Steht euch nun wenig im Wege. Der Rest Galliens liegt vor euch. Hisst die Banner der Republik in diesem Land. Eigentlich müsste ich das doch dann schon erfüllt haben, oder?
wenn es mal böse sein will. So, bye bye, Britannia. Wir hungern nach einer Schlacht. Sieg für Rom! Na, natürlich kann er sich noch zurückziehen. Ah, kann er nicht. Gut. Zumindest nicht außerhalb meiner Reichweite. So, und tschüss, Baby. Das war's, oder? Ja. Es gibt keine britannische Konföderation mehr. Ich habe in der Tat noch 2 Bataillone verloren, aber das macht nichts. Ja, damit haben wir die Kampagne wirklich endgültig geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir einfach noch so ein bisschen Ausbauarbeiten. Ich meine, jetzt haben wir ja genügend Kohle. Das können wir uns ja leisten. Und die Frage ist nur, wie lange. Vielleicht, dass die Gebäude ab so einer hohen Stufe so scheiße teuer werden. Ja, jetzt sind wir jetzt schon wieder pleite. Wird sich vielleicht sogar fast lohnen, hier ein bisschen was aufzulösen. Zack, euch brauchen wir doch nicht. Genauso wenig, wie wir euch jetzt noch brauchen. Und auch die Legio Lupus ist nicht länger vonnöten. Gut, Caesars Armee lasse ich definitiv noch. Ich erwarte eure Befehle. Die lasse ich auch noch. Ja, es ist ganz schön leer geworden hier in Gallien. Gut, dann würde ich mal sagen, klicken wir uns die restlichen Runden noch durch. Wir können ja über irgendein cooles Thema reden. Mission erfolgreich. Oh, 20.000 hat es gebracht. Ziel erteilt. Consummatum est. Es ist vollbracht. Ihr habt Gallien nahezu komplett unter Kontrolle. Die verbleibenden gegnerischen Stämme werden vielleicht Widerstand leisten, aber dieser ist zwecklos. Euer mächtiges Schicksal steht ihrem Blut geschrieben. Erfüllt eine von 3 Siegesbedingungen. Baubericht. Ermutigte Bevölkerung. Ja, Widerstand zu leisten ist ohnehin sinnlos gegen mich. Ich habe es prophezeit. Vae victis, sage ich dazu nur. Wehe dem Besiegten. Und besiegt sind sie in der Tat. So. So, leisten wir noch überall fette Ausbauarbeiten. So viel wir uns halt eben leisten können. Mission erfolgreich. Consummatum est. 30.000. So, jetzt ist es aber wirklich gut hier mit Missionen, oder? Jetzt haben wir wirklich extrem viel konnten wir jetzt noch machen. Aber ihr seht, wie schnell die Kohle hier rausgeht. Das ist gar kein Kunststück, seine Kohle so schnell zu verbraten. Bam, und schon ist es immer wieder pleite. Krass. Ja, wir haben echt die ganze Karte erobert, Leute. Ja, was könnte ich denn noch mit euch quatschen? Fast schon abgeschlossen, rechtliche Einrichtungen. Das ist schön. So, damit haben wir Kultur und Infrastruktur komplett erforscht. Na, dann erforschen wir hier auch noch den Rest. Dann haben wir wenigstens Technologie auch alles. Attila Total War. Oder soll ich mit euch über das Thema Westeros Total War vielleicht sprechen? Ich habe ja die Modifikation wieder ausgegraben, die ich letztens erzählt habe. Vielleicht läuft da auch schon was, während ihr das hier anschaut. Denkbar. Mission erteilt. Ach komm. Wird hier doch jetzt kein Streiter mehr. Wofür? Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass Westeros während meiner Pause deutlich besser geworden ist. Banditentum, ja, mein Gott. Also, ich habe es jetzt schon mal angespielt. Es ist wieder einiges an der Performance gemacht worden. Es hat ein bisschen einen kleinen Reskin bekommen. Auch die Häuser haben einen kleinen Reskin bekommen. Es kamen neue Sachen hinzu, alles Mögliche. Also richtig, richtig coole Sachen. Also es
wurde schon noch einiges getan. Ich bin ja gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Der Echo Zone, der ist ja dann noch eifrig dabei, die Modifikation. Oh, das habe ich noch nicht mal umgebaut. Gucke mal. Hispanischen Anspruch fördern, okay. Dann wollen wir dies tun bei Gelegenheit. Naja, aber wie gesagt, der ist noch da dran, da relativ ja, so viel wie es geht, einfach rauszuholen aus der Modifikation. Der arbeitet da auch brav weiter dran und ich achte auch dem seine Arbeit wirklich. Das hat mich halt einfach da am Anfang tierisch aufgeregt, gegen diese ganzen Spawn-Armeen zu kämpfen. Das war unheimlich ermüdend. Und ich habe jetzt nicht geschaut, ob er sie rausgepatcht hat. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich da nochmal einen Versuch wagen. Mal schauen. Oder vielleicht wage ich ihn schon, während ihr das hier anschaut, weil ich nehme Caesar in Gallien um einiges im Voraus auf. Also. Na gut, das ist wie egal mir das ist. So. Boah, 6800. Alter Schwede. Untertan erlangt allbekannter Faustus Populaius Basilius Ruhm. Ein angeblicher Hadler. Ja, ja, komm, mach ihn wieder zum Priester. Oh, ups. Von den Göttern gesegnet. Einfluss bis 50 Senatoren. Na, also geht doch. So loben wir uns das doch, dass die Götter uns segnen. Sie taten ja bis jetzt zu viel für uns. Oh, das will ich um jeden Preis ausbauen. Das Ausbauen macht irgendwie auch Spaß. Hat was. Ja, also wie ich sagte, Westeros wird ganz großes Kino werden. Ich werde es definitiv wieder angreifen. Allerdings nicht mehr aus Haus Stark, das habe ich mir vorgenommen. Ich werde mir irgendein anderes Haus aussuchen. Ihr könnt ja gerne mal, sagt, ich weiß noch nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt nicht sogar schon betreibe, während ihr diesen Part hier schaut. Falls noch nicht, bitte Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Mich interessiert sie sehr. Und schreibt doch einfach mal, ob ihr die Mod in der Zwischenzeit vielleicht sogar schon getestet habt und was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ja, kann man jetzt auf jeden Fall spielen, ist auch jetzt ohne Spawn-Armeen, macht damit deutlich mehr Spaß, bla bla bla. Oder ob ihr sagt, pff, also irgendwie ist zwar viel versprochen worden und der hat auch viel gemacht und alles, aber irgendwie ist es immer noch nicht so. Oh, hier habe ich ein Elendsviertel, auch nicht toll. Aber irgendwie ist es immer noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Dann bitte teilt eure Meinung mit mir. So, Bevölkerungsüberschuss in Aquitanien, den werden wir gleich mal nutzen. So, hier oben wird gebaut bis zum geht nicht mehr. Das ist wie eigentlich überall gerade. Ich mache gerade echt gute Gewinne. Ich glaube, ich werde tatsächlich noch. Die Armee von Marcus Antonius löse ich vielleicht nicht auf. Ich erwarte eure Befehle. Aber die Legio Gallica kann ich eigentlich auflösen. Dann verdiene ich nämlich noch mehr Kohle. So, Belagerungsturm. Hause zurückgekehrt, Mission erteilt. Ja, ja, bla bla. Jetzt immer wieder das Gleiche. So, jetzt haben wir alles erforscht in diesen Bäumen.
Das heißt, wir kommen hier jetzt noch zu diesen Sachen, die man halt eben, ja, halt noch so mitnimmt, ne? Ich weiß, ich fange jetzt immer wieder mit dem Thema an und lasse mich auch immer wieder ablenken. Aber Westeros, mal schauen. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentare schreibt und würde ganz gerne zu Attila mal jetzt übergehen. Attila werde ich definitiv machen. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wann. Was feststeht, ist, ich werde es mir definitiv nicht bei Release holen. Ich werde mir das Ganze erstmal anschauen, bevor ich da irgendwas entscheide. 1400, eieiei. Die langen ja hier zu. So, Rang erhöht, eieiei. Aber bis jetzt sieht es natürlich sehr interessant aus. Ich meine, gut, wollen wir mal ehrlich sein, auch, Dingen sah sehr interessant aus. So, Unterstützung für Caesar abgeschlossen. Unterstützung für Crassus. Da haben wir einiges noch nicht. So, was haben wir hier oben? Auch einiges noch nicht. Ja, dann sofort nachholen. Rum klang am Anfang ja auch so schön, um wahr zu sein. So, Handelsgenehmigung Seide. Lemuria mal wieder. Läuft. Na, nimm es jetzt. Dann war es eine herbe Enttäuschung, zumindest am Anfang. Mittlerweile geht's ja. So, Untertan erlangt wieder Allbekanntheit. Wen haben wir denn? Wieder jemanden, den wir vom Schurken bieten an den Jungen für das Lösegeld bezahlen. So. Ich hab die Kohle, ja. Ich meine, Rome klang am Anfang ja auch wirklich super und alles und war dann am Ende ein totales Desaster. Zumindest halt jetzt am Anfang. Okay, eigentlich um ernst zu sein, Roma wirklich ein extrem krasses Desaster, also. So, weiß ich, ein Pirat. Nach Halt des Lösung trafen die Piraten Vorbereitung, um den Jungen zu seiner Familie zurückzubringen. Sie haben ihn tatsächlich zurückgebracht. So, syrischen Anspruch unterstützen. Parthische Kampagne unterstützen. Ja, hier kann man Kohle loswerden. Freunde der Sonne. So, Burdigala, das hier. Das darf definitiv die Nahrung nicht ausgehen. Das wäre jetzt fatal brutal. Läuft. Ich bin gespannt, was draus wird. Die Hunnen sind ja doch spielbar. Ich weiß nicht, ob ich das in einem meiner letzten Parts erwähnt habe. Ich habe mich ja so unheimlich drüber aufgeregt. Ich glaube natürlich nicht, dass sie es deswegen reingebracht haben, aber naja, auf jeden Fall, ja, da habe ich mich ja übelst drüber aufgeregt, dass es Attila heißt und Attila dann nicht spielbar sein soll. Und ja, deswegen sind die Hunnen jetzt nun doch spielbar. So, wieder eine Schande in der Familie. So, wieder typisch. So, Unterstützung für Crassus haben wir auch fertig erforscht. Unterstützung für Pompeius, warum wir das auch immer tun sollten. Unseren ärgsten Widersacher unterstützen. Aber naja. So gewinnt man nun mal Kriege. Oh, ich muss schon sagen, jetzt habe ich aber schon ganz gut Ausbauarbeit hierbei geleistet. Also hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber gut, wenn man keine Feinde mehr hat und genügend Kohle zur Verfügung, läuft das. So, komm, adoptieren wir ihn. Na
Also selbst wenn es noch meinem Einfluss ist, schade, das ist mir eigentlich ehrlicherweise egal. Schon echt viel ausgebaut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Geht der, läuft der eigentlich ganz gut. Und nachdem die Hunden dann spielbar wurden, bin ich wieder etwas dem entspannter gegenüber, weil ich ja gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass der lang verlorene Sohn. Sehr schön. Es kann ja wohl nicht sein, dass bei Napoleon beispielsweise hätte ich gesagt, gut, das wäre genauso wie wenn man jetzt sagt, man bringt Napoleon Total War raus, kann aber Frankreich nicht spielen als Beispiel. Geht auch nicht, ja? Wäre scheiße. Und genauso haben die Entwickler hoffentlich dann auch gedacht. So, Basilica Iulia. Das ist eins auf Hingabe. Legion zurückbringen. Varus gibt mir meine Legion zurück. Ja, plus 7 auf Imperium. Wahnsinn. Gibt doch noch einiges zu erforschen. Hätte ich nicht gedacht. Ihr merkt, ich schinde gerade nur noch Zeit. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Attila, schreibt mir auch eure Meinung bitte dazu in die Kommentare. Mich interessiert sie auch hier brennend, wie ihr es dann auf Attila reagieren werdet. Habt ihr es vorbestellt? Werdet ihr es euch direkt bei Release holen? Werdet ihr auch erstmal abwarten, so wie ich? Also, oder wie ihr? Weil ich denke mal, ich spreche da auch genauso für den guten Ralf. Der wird auch erstmal abwarten, weil wir sind einfach beide herb enttäuscht gewesen von dem, was uns Rome 2 am Anfang geboten hat. Und wir haben uns ja in unseren Parts sehr, sehr oft darüber aufgeregt. Zu Recht aber auch, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Also es war ja jetzt nicht von irgendwoher. Also deswegen denke ich, ihr könnt auch unsere Wut ganz gut nachvollziehen. Also hoffe ich zumindest. Schon wieder Schande. So, sie loben. Wir wissen ja schon, was es mit sich bringt, wenn wir das tun. Grausame Worte. Einfluss bis 25 Senatoren. So, wie viel haben wir jetzt? Dann wieder 92%. Sehr schön. Wir haben auch, soweit ich weiß, jetzt alle Forschungen getätigt, oder? Ja. Gibt in der Tat nichts mehr zu forschen. Der helle Wahnsinn. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber es ist so. Dieses Zeug ist vielleicht teuer. Oh. Basilika des Jupiter. Kann ich zum Pantheon ausbauen? Dauert 12 Runden. Dafür gibt es, glaube ich, eine Errungenschaft. Hier werden wir uns auf jeden Fall noch holen, Leute. Und bis dahin können wir unser übertrieben und unendlich vieles Geld ausgeben. Und hoffen, dass wir nicht in eine... in die Apokalypse stürzen. Alea Buteo. Heiliger Strohsack. Hier geht's ab. Also, wie schon gesagt, Freunde, schreibt mir eure Meinung zu Attila in die Kommentare. Sagt mir, was ihr davon haltet. Und sagt mir bitte, ob ihr es euch holen werdet. Tarnen wir sie mal, so. Ob ihr es euch eben holen werdet oder ob ihr es eben nicht tun werdet. So, minus 50 Senatoren für die Enttarnung. Scheiße gelaufen, aber naja, so ist es nun mal manchmal. So, ich könnte mal versuchen, hier jemanden zu ermorden. So, ein Mordanschlag bislang ihnen. Jedoch wurde das Ziel beim Fluchtversuch von seinen Angreifern verwundet. Ja, ist besser als gar nichts, ne? So, sich über die kleinen Dinge im Leben freuen. Das klang jetzt fies, oder? 8000 kostet hier die Aufrüstung auf Stufe 4.
So, der ist schon wieder bereit zum Kommandieren. Ich glaube, ich spinne, ey. Das sind meine Leute, wenn der die ausknipst, dann liegen sie erstmal 5 Jahrhunderte flach. So, und der hat ihn natürlich direkt befördert. Für seine noblen. Für seinen noblen Widerstand wahrscheinlich. So, lustigerweise. Wir müssten ja jetzt auch hier das Kolosseum und den Circus Maximus bauen können, ne? Rein theoretisch. Aber da seht ihr mal, wenn man sich so durchklickt, wie schnell eigentlich das mit dem Ausbauen geht, wenn man halt eben das Geld zur Verfügung hat und keine Feinde mehr entsprechend, ne? Schon sehr erstaunlich. Na warte, wenn 20 Longus das hört. Ich hatte einen guten Freund in Rom, der hieß 20 Longus. Achso, deswegen geht nichts mehr. Ich habe keine Kohle mehr. Ah, also jetzt geht doch wieder was. Ich überziehe schon wieder gerade gnadenlos. Aber das ist es mir jetzt gerade ehrlicherweise wert. Ich möchte hier noch tatsächlich ein bisschen ausbauen. So, die Ludi Plebi. Komm mal nur her damit. So, schon wieder no money. So, und da haben wir wieder Winter geherrscht. So, hier können wir es jetzt bauen. Das Kolosseum oder den Circus Maximus. Ich möchte das eigentlich in der römischen Provinz bauen, hier unten. Aber hier dauert es leider noch ein bisschen, bis das alles Nahrungsmittelknappheit. Das ist jetzt scheiße gelaufen. Vor allem jetzt werden hier lauter Gebäude fertig, die noch mehr Nahrung kosten. So, die einzige Provinz, in der Panem et Circenses erlassen wurde. Werde ich mal hier die Erlasse annullieren. In großen Gebieten werde ich sie aufgeben. Brot und Spiele, um das Volk gefügig zu halten. Noch einen Erlass aufgeben. Mehr Brot und Spiele, bitte. Trapezischer Fels, so wie sich das gehört.
So, dunkle Taten. Ja, es kamen wieder von überall weit her die vielen Leute, um das zu beobachten. Ja, Freunde, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende. Also jetzt brauchen wir nicht groß weitermachen. Wie gesagt, uns gehört jetzt alles mit Blick auf diese wunderschöne Karte, wie ich finde. Oh, ich kann gar nicht weiter rauszoomen. Beende ich dieses Let's Play. Es war im Vergleich zu anderen Total War Projekten natürlich relativ kurz, aber es war ja auch nur eine kleine Kampagne. Ich werde auch bald die Kampagne Hannibal vor den Toren und vielleicht der Zorn Spartas nachschießen, muss ich mal schauen, je nachdem, wie ich dazu komme. Ich habe noch ein kleines geheimes Projekt, das ich euch ganz gerne zeigen würde. Das beginne ich als nächstes und ich hoffe, ihr seid mit dabei, und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play das nächste Projekt. Nicht vergessen, Freunde, schreibt mir noch eure Meinungen zu den folgenden Spielen oder Mods in die Kommentare. Und zwar einmal zu Westeros hätte ich ganz gerne eure Meinung. Und einmal zu Attila Total War. Da bin ich echt gespannt, was ihr zu Attila schreibt. Und ob ihr da mit mir einer Meinung seid oder halt eben nicht. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Lasst mich überraschen und freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Servus, Freunde, macht's gut.